Basti, sonst kriegst du eine schlechte Note. Wie eine schlechte Note? In Erziehungsunterricht? Nein, nicht von Gott. Gott vergibt keine Noten. Gott entlässt und stuft zurück. Ohne Vorwarnung. Schlechte Noten. Dann hat Jesus wahrscheinlich ein 1 plus gekriegt, oder was? Ja, mit Auszeichnung. Und jeglicher Ehrung, die es damals so gab. Mit Bienchen. Zum Beispiel Kreuzigung, das war die höchste Ehrung. Ja. Auf jeden Fall. Ah, erstmal schön so. Was trinken. Schön was trinken? Mhm. Ihr summt jetzt hier alle rum, wa? Hier summt's, da summt's, hier summt's, summt, 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 summt. Es sind so viele Effekte hier, das sind überall weiße Punkte. Basti, ich glaube, ich muss all deine Bienen töten. Nein. Doch. Töte lieber deine Haie. Wie meine Haie? Das ist doch viel mehr dein Metier, so Großwild jagen. Was? Nö, ich verstehe mich eher so auf die kleinen. Du zertrampelst lieber so die Ameisen. Nee, und erschlägst die Fliegen. Die sind zu klein und nicht süß genug. Die müssen schon einen gewissen Süßheitsgrad haben. Nom nom nieb. Ich glaube. Mist, ey. Ich glaube, ich muss noch mehr. Ach, nee, ey. Was denn? Oh Gott. Ich glaube, ich muss noch mehr gefährliche Bienen züchten, Franz. What? Wieso? Weil das nicht reicht, was ich hier bisher gemacht habe. Du bist ein alter Dummschwätzer. Das reicht vollkommen. Nee, ich glaube nicht. Oh, aber das sind gefährliche Bienen. Das sind wirklich gefährliche Bienen, Basti. Ja, ich weiß. So, hier müssten ja jetzt... Willst du uns den alle töten? Ach verdammt, ich habe jetzt wieder... Na egal, gut. Dann mache ich erstmal noch ein paar... Jetzt kriege ich erstmal noch ein paar wieder ein paar Kultivate. Was, bitte? Wo bist denn du? Im Bumshaus. Willst du dir da aber auch mal ein Bett hinstellen? Ich stelle mir dann hier direkt bei mir, bei meinen Bienen, auch mal ein Bett hin. Nö. Ich kann ja immer wieder zu unserem Kochhütte fliegen. So, ich schlafe. Das tut so gut. Das ist auch das erste Mal, dass wir tatsächlich jede Nacht schlafen. Stimmt. Glaube ich. Es war halt auch, Bisher wake. Genau. Guten Morgen. Guten Morgen. Du bist voll der Loser. Hat dich überholt. Das tut weh. Nein, das nicht. Das tut nämlich weh, wenn dir das jemand sagt. Nö. Das tut nur dann weh, wenn man selbst im tiefsten Innern auch der Meinung ist. Ansonsten kann einem es ja scheißegal sein, was die Leute sagen. Oder was jemand sagt. Das stimmt auch wieder. Hui, komm, gib her. Ja. Könnte noch. Ja. Das wird. Aber ich werde hier keinen roten Saal machen, wenn du verstehst, was ich meine. Wieso nicht? Das muss so bleiben, wie es ist. Ich finde das Offene ganz schön. Ich meine, kommt ja eh niemand vorbei, um hier zu spannen. Also wir könnten auch direkt in keine Ahnung, irgendwie. Hier auf dem freien Feld könnten wir miteinander rummachen. Das würde stimmt keinen allerdings. Interessieren. Da hast du allerdings recht. Die Klatschpresse ist nicht aktiv. Ach, ein Carpenter muss das. Das ist ja mal interessant. Oh, hier gibt es eine Pullerschlange. Warte mal, Penisschlange. Was habe ich denn? Ach, egal. Die hast du komisch benannt, Basti. Ich habe überhaupt gar nichts gemacht. Mhm. Hier unten liegt übrigens wieder Sand. Unter der Baumfarm. Okay. Nur so nebenbei. Das ist natürlich jetzt ganz schön doof. Ach du Kacke. Was machst du denn? Ich muss so viele Tropical Bees noch
miteinander poppen lassen. Ich habe jetzt einen Woven Silk bekommen für das Ganze. Wir sind voll die Oger unten. Mega ätzend. Ich war gerade mal bei unserem kleinen Rapture. Rapture. Oui, oui. Töte das Hühnchen. Oh. Los, Penisschlange, töte das Hühnchen. Das Hühnchen. Butterschlange, Penisschlange, Attacke. Weißt du, bei Pokémon wäre das Hühnchen schon längst tot. Oder besiegt. Pokémon sterben ja nicht, komischerweise. Das ist richtig. Leider. Nee. Pokémon? Trotzdem sollten sie alle sterben, die Kackdinger. Du bist ein böser Mensch. Komon. Ich habe ein Herz der Dunkelheit, guck dir das mal an. Ein Herz der Dunkelheit? Ja, das muss dir rausgefallen sein, als es um deinen Sohn ging. Das kann sein. Warte, hier, das kannst du gleich wieder haben. Hier, guck. Das ist das Herz der Dunkelheit. Sieht ein bisschen aus wie Kohle. Ja. Ich. Das ist aber nicht. Das ist ein Herz der Dunkelheit. Heart of Darkness. Heart of Darkness. Ich habe keine Ahnung, was man damit machen muss. Ich auch nicht. Oh. Vielleicht kann man eigentlich hier müssen wir uns das implantieren. 1, 2, 3. Wie bitte? Und ich kann dir erstmal versuchen, in den Arsch zu schieben. Okay. Okay, nicht bewegen. Ja. Yep. Nee, hat nicht funktioniert. Du bist aber auch leicht verspannt, oder? Ich spüre zumindest nichts. Aber das hat bei mir nichts zu bedeuten. Aber du bist leicht verspannt. Ich hab's jetzt gar nicht reingekriegt. Wie? Weiß nicht, Also ich hab's nicht reingekriegt. Als wäre da. So, aua. So ein bisschen. Aua. Ich glaube, das sind die Bienen. Die haben irgendwie so ein Muskelgift. Mein Arschloch ist zu geschwollen. Ja. Du bist allergisch gegen Bienenstiche und wusstest es aber nicht. Also, Basti, du bist sehr seltsam. Weißt du, was ich jetzt mache? Nein. Ich feuer einfach mal den hier an. Was machst du? Wen feuerst du an? The fuck? Der Rotkai-Reaktor ist, glaube ich, gerade explodiert. Was, wirklich? Nee, hä? Die Box? Was zur Hölle? Wieso ist die Box explodiert? Hast du wieder was falsch gemacht? Nein, das, eben nicht. Es ist ja überhaupt nichts falsch gewesen. MFSU. Warum ist die MFSU explodiert? Das macht überhaupt keinen Sinn. Ich weiß es nicht. Ich auch nicht. Ah, nicht zu nah hier. Vorsicht. Verpiss dich! Hab ich noch eine hier? Ich weiß genau, du vermisst mich. Ich habe keine MFSU mehr. Doch, habe ich noch. Okay, baue ich jetzt einfach an. Bin gespannt. So, Common and Cultivated. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Basti? Was denn? Wieso explodiert das? 6. Ich weiß es nicht. Auch nicht. Plüpp, plupp. Geh doch mal weg, du Kackschlangenvieh. Das ging doch vorher. Plüpp, plupp. Franz, ich weiß es doch aber nicht. Ich kann dir da auch nicht helfen. Du bist hier der Atomexperte bei uns. Ich bin ja froh, dass ich gerade so mit meinen Bienen hier klarkomme. HV-HV-Transformer. Die mache ich bestimmt auch 1000 Sachen falsch. Vielleicht brauche ich ja das. Ich probiere das mal einzubauen. Hey, das haben wir aber doch vorher nicht gebraucht. Was soll das denn? Ging doch alles gut? Map, map, map. Bedürp, bedürp, bedürp. Bedürp, bedürp. Das ist voll schlecht. Flup.
explodiert einfach so die Batbox quasi. Ich wollte eigentlich den Reaktor jetzt so lange laufen lassen, bis die Cooling Cells aufgebraucht sind. Bringt uns das was? Nö, ich wollte aber mal machen. Weil sonst steht der ja nur rum. Stimmt allerdings. Damn right. Gold und Maschinenblock. Das war seltsam. Höchst, höchst seltsam. Wie viel Honig habe ich eigentlich haben wir eigentlich mittlerweile hier? I don't know. 45.700. Holy Macaroni, ist das dein Ernst? Ah, ich sag mal so. Die 2 Millionen kriegen wir nie voll. Nee, brauchen wir auch nicht. Nee. Aber ich mag es, im Überfluss zu leben. Natürlich, ist wie im echten Leben. Ja. Es war auch immer mein Bestreben, im Überfluss zu leben. HIV-Transformer. So, da brauche ich auch Energy Crystal. Okay. Wobei es ja eigentlich doof ist, im Überfluss zu leben, nicht wahr? Oh, geht so. Es reicht ja, wenn man... Naja, im Überfluss hieß ja, man würde irgendwas von dem, was man besitzt, nicht nutzen oder nicht verbrauchen oder was auch immer. Mhm. Dementsprechend macht es halt... Ne, ich würde ganz gern so leben, dass ich genau das habe, was ich will. Ist ja jetzt egal, ob das 10 Villen und 50 Autos sind. Aber dass halt nichts irgendwie verkommt, sozusagen. Mhm. Das wäre ideal. Ja. Nein. Wieso? Was? Wieso nicht? Nein. Scheiße, nein, das ist falsch. Nein, hier sind ja wieder die falschen Frames drin. Fuck. Basti. Es ist manchmal ist es echt schlimm mit dir. Ich wundere mich schon die ganze Zeit, wieso da nichts bei rauskommt. Aua. Außer Gift. AV-Kabel. Da. Cool. So, HV. Na. Links. Oben. Tralala bidübidü. Okay, cool. Tralala bidübidü? Mhm. Ich habe jetzt auf jeden Fall den Transformer. Ich bin ein Transformer. Weißt du, der wandelt irgendwie Strom um. Hast du eigentlich den... Nee, wahrscheinlich nicht. Den neuesten Transformer-Film, hast du den mal gesehen? Nee, habe ich noch nicht gesehen. Ist der gut? Nee. Also, es ist halt ein Transformer-Film halt, ne? So mit Transformers und so. Und eigentlich... Aber ich habe mir halt von der Story halt ein bisschen mehr erhofft. Weil ich ja sagen muss, dass die meisten Filme mit dem Mark Wahlberg mir in letzter Zeit sehr gut gefallen haben, im Großen und Ganzen. Und deswegen habe ich halt gedacht, okay, dann ist der Film bestimmt ganz cool. Aber nee. War nicht. Der das war ist ja natürlich halt, schade. Ja. Von den Effekten her und so natürlich cool, aber der Rest. Nö. War nicht so meins. Nö. Okay. Nur dann gucke ich mir den auch nicht an. Vielleicht, in 10 Jahren. Wenn er kostenlos im Fernsehen kommt. Im Fernsehen kommt, genau. So, ich probiere es jetzt nochmal. Boom. Nein, diesmal funktioniert's. Was hast du geändert? Ich habe einen HV-Transformer zwischengeschaltet. Okay. Aber irgendwie... Wie sieht's aus mit Schlafen? Siehst du? Jetzt hättest du nämlich doch gern ein transportables Bett. Wieso sagt er mir, der... War der an vorher? War der vor... Nee. Oh, ich glaube, der Reaktor ist wirklich explodiert. Der funktioniert hier gerade nicht. Kannst du kurz mal zum Reaktor kommen, bitte? Warum? Ich will wissen, ob der bei dir noch steht. Ich komme gleich. Also eigentlich müsste der noch stehen. La 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 da 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 da. Hier sind überall Blöcke. Hier. Ja. Achso, hier ist ja der Abgang. Ja. Nö, ich glaube, es ist nur alles so, wie es sonst auch war. Das ist seltsam, weil ändert sich jetzt hier die Anzeigetafel?
bei off. Dir? Es ist off, ne? Ja. Aber das ist an. Machen wir jetzt andersrum? Jetzt steht on. Jetzt steht on? Ja. Achso, natürlich, jetzt steht on. Tatsächlich, ja. Aber es kommt trotzdem keine Energie raus. Tja, Herr Prof, Herr Atom, Herr Rotkai-Reaktor, Professor. So ein Kack. Es wird gleich weitergeleitet, nehme ich an. Es wird gleich weitergeleitet. Hierhin? Nee. In die letzte Bedbox wahrscheinlich. Ja, ich muss nur gerade gucken, wo die letzte ist. Kann ich mir vorstellen, ich weiß es nicht. Mhm. Kommt da was an? Ich weiß es nicht. Ich sehe gerade noch keinen. Ich sehe eigentlich gerade nicht, dass hier was ankommt. Aber ist das die letzte? Das ist jetzt mal interessant, hätte ich das gewusst hier. Das müsste eigentlich die letzte sein. Nö, kommt nichts an. Das ist natürlich doof. Das ist mega ätzend, weil jetzt läuft der Rotkai-Reaktor, ohne dass der Strom tatsächlich weitergeleitet wird. Und das liegt hundertprozentig an diesem Transformer-Ding. Oh.